Willkommen zurück bei Ni no Kuni, liebe Freunde, wo wir in der letzten Folge Shaddaa in einem Triple Feature quasi besiegt haben. Und jetzt ist Frieden eingekehrt, das Böse ist besiegt. Das Spiel könnte eigentlich enden, aber so wirklich will es das nicht, weil da ja wahrscheinlich noch die weiße Königin ist, die ja Shaddaa mehr oder minder angestellt hat. Oh, hier gibt es wieder nur 15 Gulden. Ich habe ein bisschen gehofft, dass es jetzt, nachdem wir es hier besiegt haben und zurückgekehrt sind, ein bisschen hochskaliert, aber ist nicht der Fall. Ja, unsere Mission ist es, auf der Welt ist wieder Frieden eingekehrt, Zeit zum Feiern. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich irgendwo anscheinend bei König Tom feiern. Ich will mich nur mal hier umsehen und auch nochmal in die ganzen Läden gehen, in der Hoffnung, ne, dass hier eventuell was hochskaliert. Und ich ein paar neue Consumables kaufen kann. Wir haben ja doch etliches durchgeblasen. Mana-Tränke, Phönixfedern und so weiter und so weiter. Schauen wir einfach mal, ob es hier eventuell neues Zeug gibt. Das sieht aber gar nicht gut aus. Das ist noch dasselbe ranzige Ranzzeug. Was kann ich denn hier verkaufen? Gucken wir mal. Das ist eine Zutat. Das ist keine Zutat. Ach, ich habe das Geld im Moment nicht nötig eigentlich, weil ich so viel schon habe. Und ich weiß gar nicht im Moment, wie ich es ausgeben soll. Schauen wir einfach mal, ob wir eventuell später was verkaufen, wenn wir das Geld brauchen. Also im Moment ist es nicht nötig. Darum spare ich mir mal da die ganzen Sachen, die ich als Zutaten vielleicht für dieses Alchemie-Experiment, was ich da ja noch machen möchte, auch noch gebrauchen kann. Nicht, dass ich sie dann nachher wieder nachkaufen muss. Ich denke mal, ein paar Zutaten muss ich da schon wieder nachkaufen, die ich einfach schon wieder gewendet habe. Da bin ich nämlich immer ein bisschen schnell gewesen. Aber okay. 10 Gulden. Ja, es lohnt sich ja eigentlich nicht, den ganzen Kram mitzunehmen. Gucken wir einfach mal hier rein. Was es denn hier noch gibt? Ob es neue Quests gibt? Das wäre natürlich auch interessant zu wissen. Schauen wir mal. Nein, keine neuen Quests, nur die eine Zähm-Quest, die ich jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr machen kann, wie es in den Kommentaren gesagt wurde. Oder ich müsste die komplett hoch evolutionieren. Aber das ist mir ein bisschen zu stressig gerade. Ich will erstmal ein bisschen weiter Story. Monsterjagd gibt's auch nicht. Prämien einfordern kann ich nicht. Belohnungen kann ich auch nicht, weil ich nur eine Stempelkarte habe und mehr gibt's im Moment nicht. Hm, schade eigentlich. Ja gut, dann gehen wir doch mal in die Consumables-Bude, quasi an die Kaffeebar und holen uns da mal ein paar Mana-Tränke. So, wo muss ich denn dafür hin? Komme ich hier runter? Oh, hier komme ich runter, ist ja sogar edel, edel. So, dann gehen wir nochmal hier hin und gucken mal, was die Gute hier im Angebot hat. Wahrscheinlich nur Low-Level-Kram. Da müsste ich wieder nach Perdida, glaube ich, reisen. Ich glaube, das mache ich dann auch mal direkt. So, was haben die? Kaufen. Ja, das ist natürlich alles super Rotz. Das will ich nicht. Kann ich hier eigentlich wegreisen? Muss ich mal gucken. Reisen. Das wäre doch schade. Ja, kann ich leider nicht. Naja, gut. Dann müssen wir uns jetzt mal umsehen. Darf ich hier nicht vergessen, muss ich auf meinen imaginären Zettel schreiben, dass ich wirklich, bevor ich hier weitermache, wenn ich wieder reisen kann, nach Perdida gehe und mir da halt nochmal Zeug hole. Oder wir schauen uns mal das Casino an. Da kann man die Sachen, glaube ich, sogar gewinnen. Da müssen wir ja auch nochmal gucken. So, was ist hier? Ach, jetzt ist die Frage, ich könnte mich ja nochmal umsehen. Jetzt habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Falls ihr Horatio gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Der soll ja angeblich jetzt hier in diesem Kaff rumhängen. Der war ja vorher da bei diesem Stein, wo ich ihn zum ersten Mal getroffen habe. Er hat ja gesagt, er kehrt dahin, wo wir schon einmal waren. Gehen wir doch einfach mal da gucken. Eventuell kann ich die Quest da ja dann direkt mit Horatio machen. Wäre natürlich auch keine schlechte Sache. Gucken wir mal. Also noch sehe ich ihn nicht. Alter, das mag man nicht glauben. Ich suche Horatio. Nee, aber der ist nicht da. Ich kann ihn überhaupt nicht leiden, aber ich suche ihn. Ach ja, ich möchte einfach mal wieder in diesem schönen magischen Begleiter lesen. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Gibt es ja bestimmt auch neue Geschichten, die es da jetzt gibt zu lesen. Und hast du nicht gesehen? So, ja gut, gehen wir mal hier einfach mal hier rein und gucken, was passiert. Ob jetzt hier Krieg ausbricht vielleicht. Das war ja das, was Shaddaa verhindern wollte. Auch wenn das irgendwie ein ziemlich perfider Plan war. Es ist lang her, euer Meowjesty. Wie wir hören, sind Glückwünsche angebracht. Du weißt schon wen, Miach, alte Gewohnheit. Du hast Shaddaa bezwungen.
Natürlich haben wir schon immer gewusst, dass du es schaffen würdest. Wir hatten vom ersten Moment an vollstes Vertrauen. Naja, wir hätten nicht ohne dich, wir hätten's nicht ohne dich geschafft, eure Majesty. Ohne diese Fanfare wären wir nicht mal an ihn rangekommen. Schleim, Raber, Laberababer. So, junger Oliver, ein Held, wie die Zeit verfliegt. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Ich darf mir was aussuchen. Reichtümer. Jungfrauen und so. Ach so, er will nach Hause. Wieso das denn? Aber Alice, ich meine, deine Mama, sie wird nicht... Schon gut, ich konnte vielleicht meine Mama nicht retten, aber ich habe aber euch zu treffen, eure Welt zu besuchen und auf diese Abenteuerreise zu gehen, das hat mich stärker gemacht. Mhm. Aber jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr weiter. Es hat Spaß gemacht, mit euch allen unterwegs zu sein und ich habe gelernt, dass es nichts gibt, was wir nicht tun können, wenn wir zusammenarbeiten. Aber ich habe diese Reise begonnen, weil ich dachte, ich könnte meine Mama retten. Und das ist jetzt vorbei. Oliver. Deshalb muss ich nach Hause. Dort haben meine Mama und ich gelebt. Und Fräulein Layla ist dort. Und Phil und Myrtle. Mhm. Aber die weiße Königin, die ist doch hier noch und überhaupt. Mhm. Tja. Zumindest sieht es ja so aus, ob jetzt alles vorbei ist. Mhm. Was hat er denn für eine lustige Idee? Mhm. Kombinierte Abschlussfete quasi. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Überbring König Tom die Nachricht, dass du befreit bist. Aha. Ja, dann quatsch ich dir nochmal an. Du hast genügend Heldentaten für ein ganzes Leben vollbracht, Oliver. Ich vermute, du wirst in deine eigene Welt zurückkehren. Nein. Ja, bereit bist, habe ich befreit gelesen? Ja, keine Ahnung, ich kann ja hier nichts mehr machen. Dann reise ich doch mal ab und wahrscheinlich explodiert jetzt das Universum. Aber ich muss es ja tun, ist ja quasi die Quest. Ich komme ja hier auch nicht weg. Ja, machen wir doch mal. Ja, schon ein bisschen traurig. So, farewell. Yes, thanks for everything, Your Majesty. So it's the end of our double act, is it? You made one heck of a sidekick, Ollie boy. When you get home, you'll look out for Myrtle, won't you? Hey, come back and visit you here. We'll go somewhere dangerous, for old time's sake. You got it. Thank you, everybody. Be good, Oliver. But not too good. See you next time, our world's in a potch. Take care, all of you. Thank you. Farewell, Oliver. An end to pain. Huh? What's that? What did you do, Ollie boy? Nothing, I promise. Pitiful fools. My gift of mana will cleanse your tainted souls. This stuff. What? What is it? Snow? But it isn't cold. Thank you.
Walking Dead. WTF. Voll die Zombies. What is this? What the heck? Your Majesty! Oliver! Huh? Marcus-san! You must come with me! Oh, not run! Alter! Ja, da war es unter Shaddai ja doch noch ein bisschen angenehmer als jetzt hier unter dieser komischen weißen Zauberin. Oliver? Wer ist da? Ich bin's, Pia. Oliver, sie fällt. Die Asche fällt erneut herab. Ich muss dorthin zurück. Aha. Das Manna? In Katzbuckel? Mhm, Pia, warte auf mich. Hä? Wo sind wir? Erschreck mich doch nicht so. Wieso brüllst du denn? Wo bin ich? Wir fliegen. Mhm. Der eiserne Drache. Oha. Du bist wach, Prinz Makassin. Was machen Sie denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Lass mich dir erzählen, was alles geschehen ist. Ja. Input. Das war alles kein Traum? Leider nein. Das Manna, es hat sie verändert. Es hat alles verändert. Da stimmt man. Und wenn der Prinz nicht gewesen wäre, hätten wir uns auch in schreckliche Bestien verwandelt. War ganz schön knapp, das sag ich dir. Was? Dann sind also alle in Katzbuckel sind. Als ich eintraf, war es schon zu spät. Die meisten hatten sich bereits in diese Walking Dead-Dinger verwandelt. Es war Glück, dass ich dich und deine Freunde in Sicherheit bringen konnte. Meine Güte. Und es ist nicht nur Katzbuckel. Der Fluch des Mannas hat alle drei Königreiche getroffen. Katzbuckel, Alkuwald und Schweinfort. Alle wurden verwüstet. Alter. Wie konnte das geschehen, nach allem, was wir und Mama und Lucius? Oh Gott. Wer zum Geier steckt dahinter, Mann? Und warum? Tja, wer immer es ist, der ist ganz schön mächtig. Diese Asche war nicht das Werk irgendeines gewöhnlichen Verbrechers. Ja, wie gesagt, Shaddar war ja nicht die böseste Macht. Es war ja die Weiße Königin. Mhm. Sie sagte, die Asche fällt erneut herab. Wohin zurück? Okay. Wir müssen zu ihr. Warten Sie hier, Eure Majestät. Wir werden Pia suchen und sie fragen, was sie gemeint hat. Sie wollen mitkommen? Okay. Mhm. Sven ist wieder cool drauf. Keine extra Würste hier für den. Natürlich. Keine extra Würste. Diesen Manna-speienden Irren die Macht der großen Weisen. Gut, dann müssen wir mal wohl ganz kurz nach Motorwell. Mhm. Das ist ja auch ein netter Standpunkt. Einfach mal die Streitigkeiten hier fix beiseite legen und schön zusammenarbeiten. Gut, alter Schwede. Makassin und sein Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Ach du Scheiße, muss ich jetzt mit vier kämpfen oder was? Alter, du kannst jetzt Charaktere über die Menüoption Freunde und Vertraute in deine Kampfstellung aufnehmen oder sie daraus entfernen. Was? Alter, was ist das denn?
Kaiserlicher Zepter, Angriff, Verteidigen, Fliehen, Taktik, Proviant, Zauber. Ja, was kann der denn? Fähigkeiten. Linda, ach, der ist auch heilende Heiler. Ach Gott, oh Gott, der ist genau derselbe Typ wie Olli. 284 Lebenspunkte und wie viel Mana? 208. Alter, der ist ja sogar ein guter Heiler. Hat der mehr Mana als Sven? Als Olli? Ja, hat er. Alter Schwede, und er bringt hier ein Elektrikus mit. Ja, wie krass ist das denn? Dann kann ich ja vielleicht hier ihnchen irgendwann mal wegnehmen. Ja gut, da muss ich mal schauen. Da muss ich mal schauen. Das wäre natürlich ziemlich interessant. Achso, hier kann ich speichern, sehe ich gerade. Sollen wir das mal machen? Wo bin ich denn überhaupt? Eiserner Drache. Ja komm, wir speichern hier einmal zwischen. Weiß ja nicht, was jetzt hier als nächstes passiert. Ob jetzt hier ein Motor will, die Hölle losknattert. Interessante Storywendung, aber auf jeden Fall, dass jetzt die Weiße Königin, wo ihr Shadar Handlanger weg ist, selbst mal hier eingreift. Und wir der tatsächlich noch die Stirn bieten müssen. Wie gesagt, im Endeffekt hätte das Spiel da enden können. Und für den zweiten Teil noch die Story übrig lassen können, wenn es denn jemals einen zweiten Teil gibt. So, aber jetzt reisen wir mal nach... Upsa, ich kann nicht wegrennen. Ja, ist natürlich klar, ich muss portalen, nicht reisen. So, mach mal Portal fertig. Und dann geht's auf nach Motorwill. Ob wir da die Pia finden? Da haben wir sie bis jetzt ja quasi immer getroffen. Aber es klang ja so gerade, als ob die ein bisschen in Gefahr ist und nicht so da ist, wo wir sie erwarten. Upsa. The forbidden spell. The death knell for this fallen world. Indeed. It rings out again, as once it did for Nazca. Each time this world ends, one cannot help but recall the name of that forsaken land. The name I recall is Shadar, the one whom we termed Executor. Bringing an end to this world was his duty. A task to which he was palpably unequal, and I will not even speak of his duplicity. To think he shared a soul with the Savior. And that he hid this fact from us. It seems that mankind has disappointed your radiance yet again. At the last, the Dark Djinn attempted to save this world. To protect the very creatures that first plunged him into despair. I will not be defied. All who defy our will shall perish. The mortal who shared a soul with Shadar still draws breath. Should he too choose to defy our will, his reward shall be death, swift and certain. Bin ich ja mal gespannt, wenn wir wann und wie und wo wir dieser Tante mal gegenübertreten. Der würde ich ja doch schon gerne mal den Popo versohlen. Er ist doch ganz schön arrogant. So, Pia hat mir in meinem Traum etwas erzählt. Sie hat gesagt, die Asche fällt erneut herab. Sie weiß sicher etwas, wir müssen sie finden. Ja, und wo suchen wir? Im Haus suchen. Das ist schon mal ein guter Plan. Wir rennen hier wieder über die Straße. Diesmal werden wir nicht fast überfahren. Ja, hier ist der richtige Weg. Und dann gucken wir doch mal, ob wir die gute Pia hier finden. Und ob die uns dann etwas zur Situation erzählen kann. Das wäre nicht ganz falsch. Ein paar mehr Informationen, wie wir diesen Zauber da stoppen können, diesen komischen Ascheregen und so weiter. So, gehen wir mal rein. So, wo ist Pia? Gucken wir uns mal hier um, ob wir hier irgendwas finden. Asche im Kamin. Nein, da ist natürlich nichts. Der Fernseher ist cool. Da haben wir aber, wie gesagt, nichts. Oben und vielleicht in Ollis Zimmer gleich. Gucken wir mal hier ins Esszimmer. Ach, da hat uns die Mutter ja Spiegelei mit Bacon gemacht an dem Abend, bevor wir aufgebrochen sind. Mit Phil, wo es den Autounfall gab. Da haben wir uns ja noch rausgeschlichen. Aus dem Haus abends. Ah, good old times. So, Ollis Zimmer. Aber hier ist auch nichts. Ach doch, da ist sie ja. Huch, gar nicht gesehen, weil die Karte da im Weg ist. Was ist denn mit ihr? Pia, du bist hier. Schniefschluchz.
Was ist denn, Pia? Hä? Sie ist da, oder? Ich kann sie immer noch nicht sehen, Mann. Frag sie nach diesem Aschezeug. Oliver, schluchzt. Pia, ist etwas passiert? Oliver, Oliver, sie ist gefallen. Was ist gefallen? Schluchzt, sie ist wieder gefallen. Die Asche, sie ist gefallen. Und jetzt sind alle Herzen böse geworden, schnief. Du meinst drüben in der anderen Welt? Es war meine Schuld. Was? Nein, sag sowas nicht. Es ist nicht deine Schuld, Pia. Wie könnte das sein? Es ist meine Schuld. Hör mir zu, Pia, es ist nicht deine Schuld. Wir bringen das wieder in Ordnung. Pia, du musst mich... Was? Du hast mich gerettet, nicht wahr? Ich habe deine Stimme in mir gehört. Ich habe sie so oft gehört. Das warst du, oder? Schnief, ja. Ich habe dich besucht. Vielen Dank, Pia. Ich wusste, dass du es warst. Alter Schwede, und das bedeutet, dass das Ganze gar nicht deine Schuld sein kann. Ich muss gehen, Oliver. Ich muss dorthin zurückkehren. In die andere Welt. Was? Du willst in die andere Welt? Okay, hör mal zu, Pia. Scheinbar gibt es zwischen dir und dem Mana eine Verbindung. Du bist ein braves Mädchen, okay? Du bist eine liebe, gutherzige Person. Das ist nicht deine Schuld. Ich werde es dir beweisen und versprech's. Also komm mit mir. Komm mit uns in die andere Welt. Oha. Pia reist jetzt mit euch. Ja, das war einfach. Ja, nu? Bring Pia in die andere Welt. Ja, gut, dann machen wir hier mal nochmal ganz kurz hier Portal. Ole, und gucken mal, was da drüben jetzt abgeht mit Pia. Mhm. What's going on, man? No, I thought we would be safe here. This place should be beyond the reach of the manor. Can these poor people really be the ship's crew? They've been turned into monsters. Time for some target practice. You can. We can't fight these people. What? You'd rather let them tear us to pieces, would you? Leave it to P. Hey! P, look out! Please get better. Sanctify! Uh-huh. Blimey! Did you see that? Okay. She cured them just like that. Flippin' Nora! A dot of a thing like her letting rip with a blimmin' great spell like that! That's amazing! Großartig! Oh Mann, wie Trippchen spricht. Ich bin da so Fan von. Schade, dass sie wirklich nicht alles vertont haben. So this is Oliver's imaginary friend, eh? Young, what's her name? B. You mean P? That's me! I'm P! But why is it that we can see her all of a sudden? Ah, well, that's easy. Allow Professor Drippy to explain. We can see her because she's in our world, innit? And Ollie Boy could always see her because she's from his world, obviously. Wait a minute. Wouldn't that mean that we should have been able to see her when we went to Motorville? Oh, I have to explain every little thing now, do I? I may be a fount of wisdom, but I got my limits, right? Quite. What we do know is that this girl destroyed the crystal. Clearly, she possesses the power to purify mana. The spell she used, I have never seen its like. It was miraculous. Miraculous? No, it was sanctify. Sanctify. Sanctify? So P could return those poor people in Ding Dong Dell to their old selves. Indeed she could. In this child, you have the solution to this rather unfortunate problem you face. Huh? It's you. You were the one who sent us back to the past. Yes. You may call me Gallus. I am a member of the council that determines the fate of this world. The Zodiacs. The Zodiacs? The fate of the world? Oh yeah? And what would a busy fellow like you want with the likes of us? I came to thank you. Your power awoke the child.
The child? Oh, you mean P? I do. Through her, you now possess the power required to purify this world. Sanctify. Sanctify? You mean P's magic can save the whole world? Indeed it can. When you combine your power with hers... Diddle-doo! Ah, young P. At long last, the one you have awaited has come. Yep. Now we're friends. The time is close at hand. For both you, young P, and for you, Oliver. I wish you well. Goodbye, Diddle-doo! Mhm. Okay. Gallus, sieh zu die Archen, ich verstehe das nicht. Es scheint, als gibt es in unserer Welt Dinge, die selbst uns verborgen bleiben. Aha, das habe ich. Pias Magie kann die Welt retten. Mhm. Ich bin nicht klein. Ist dir aufgefallen, mit wem du reist? Die Truppe besteht aus nicht aus Erwachsenen. Okay. Ja, dann müssen wir wohl die Welt retten. Einmal mehr. Bin ja mal gespannt, wie das funktionieren soll. Wäre ja schön, wenn ich diesen Zauber jetzt kriegen würde von Pia. Ja, die Stadt wurde vollständig überrannt hier, also Walking Dead. Mhm. Aber Pia ist auf unserer Seite, wir können sie zurückbringen. Wir können sie alle zurückbringen. Ja, das können wir. Mit Leute rum. In der Tat. Mhm. Okay. Ja, dann hier, fang doch mal an. Also, was glaubst du denn, wo so ein Kristall sein wird? Sieht aus, als stünde uns ein Kampf bevor, wenn wir weiter in die Stadt reingehen. Ich weiß, Mann, aber wir haben keine große Wahl, oder? Sachte umhauen müssen oder so. Keine bleibenden Schäden. Solange sie noch atmen, sollte Pias Zauber sie wieder zurückverwandeln können. Ja, ich schätze, da hast du recht. Die Leute auf dem Eisernen Drachen waren am Ende ja auch okay. Hm. Okay. Okay, ich habe gehört, dass die Asche auch auf Alkuwald und Schweinfurt gefallen ist. Ich finde, wir sollten schnurstracks dorthin, sobald wir hier fertig sind. Okay. Dann haben wir ja hier unsere Questmission quasi, was wir tun sollen. Erstmal Katzbuckel retten, dann Schweinfurt und Alkuwald. Ich sehe glücklicherweise keinen Timer. Er hat ja gesagt, wir sind hier in so einer Quarantänezone und wir müssen uns beeilen. So unter Hektik spielen mag ich nicht, bin ich froh, dass es nicht der Fall ist. Ja, und wie wir hier die Leute retten mit Leutrum, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ich sage, bis dahin.